Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Café Die Eins. Es ist immer noch Thema ESM und Fiskalpakt und mein Gast wieder Frank Schäffler. Wie ist es Ihnen ergangen zwischenzeitlich seit dem letzten Interview? Gut, ich habe gesehen, es haben einige Leute gesehen, also insofern freut es mich, dass wir wieder zusammensitzen. Sind aber auch einige Länder irgendwie kaputt gegangen zwischenzeitlich? Ja, das ist die. Wir haben halt eine Krise des Geldsystems aktuell und das lässt sich eben nicht mit neuen Schulden lösen, sondern es muss die Korrektur geben und die will man nicht zulassen und deshalb geht das halt immer weiter. Jetzt kommt Zypern, ja, eine Mini-Volkswirtschaft in Europa, damit retten wir jetzt auch schon den Euro. Also insofern, das wird auch mit Spanien, Italien, ebenfalls Frankreich auch weitergehen. Mich erinnert die gesamte Situation gerade, wenn ich mir angucke, alle beschäftigen sich gerade mit der EM. Ja. Mich erinnert das irgendwie an Hurricane Katrina, wo danach irgendwie die Schulen privatisiert wurden. Und dann 11. September, Patriot Act und so weiter. Mir kommt so vor, als wären wir alle jetzt mit EM beschäftigt und währenddessen gehen die Bürgerrechte flöten. Liege ich da richtig oder was sagen Sie? Ja, das ist so. Wir haben so eine kollektive Verdrängung in der Bevölkerung, im Parlament. Überall erleben wir das, dass man eigentlich sagt, ja, so schlimm wird es nicht kommen. Ja, aber es kommt ganz schlimm. Das ist, erst wird die Demokratie abgeschafft und hinterher wird uns irgendwie versprochen, irgendwann machen wir mal eine Volksabstimmung, wie Schäuble das gerade vorgeschlagen hat. Aber nicht nur Schäuble, ich muss jetzt echt frech fragen, Herr Schäffler, in Ihrer Fraktion sitzen auch einige, die das so sehen. Es erinnert mich nicht mehr an die Partei der Bürgerrechte. Die gehen wirklich jetzt am Freitag flöten. Das können wir ganz einfach so sehen. Fühlen Sie sich noch wohl unter diesen Leuten? Ja, man muss halt einen langen Atem haben. Mich ärgert das natürlich auch. Und das ist auch parteiübergreifend eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht. Aber was nützt? Ja, wir müssen alle an unserer Stelle jetzt kämpfen, dass wir diese Entwicklung aufhalten und umdrehen und auch Mitstreiter finden. Wie gesagt, das geht jetzt ans Eingemachte. Es geht eigentlich um den Zusammenhalt und die Demokratie und das geht es jetzt. Und da müssen wir jetzt ja, Menschen mitnehmen. Deshalb geht mir das auch so nah aktuell. Es geht jetzt nicht um ein paar Milliarden oder so, sondern es geht eigentlich um die Demokratie, um die parlamentarische Demokratie, um all das, was mir und vielen anderen auch wichtig ist. Und deshalb ist es eine entscheidende Woche jetzt. Wenn man die Regierung Schröder sich anguckt, Fischer ist irgendwo, Schröder guckt bei Gazprom rum, aber es gibt da noch die ehemalige Justizministerin Däubler-Gmelin, die greift jetzt an. Was halten Sie davon? Ja, ich bin ja selbst Mitglied von Mehr Demokratie, also die diese Klage jetzt anstreben. Ich finde das sehr ehrenwert. Es gibt über 10.000, 12.000 Unterstützer dieser Klage. Man kann auch kostenlos daran teilnehmen. Das kann man downloaden im Internet, dieses Formular, und kann sich dieser Klage anschließen. Das finde ich sehr unterstützenswert, weil es auch sehr gut daherkommt, weil sie es nicht ökonomisch begründen, so wie das Verfassungsgericht das bisher immer versucht hat wegzuwischen, sondern sie greifen, sage ich mal, dieses Vorhaben jetzt direkt demokratisch an. Sie sagen, es wird die Staatlichkeit verlassen, das Wahlrecht wird ausgehöhlt und deshalb muss das gesamte deutsche Volk darüber abstimmen. Und das finde ich etwas, was links, rechts und Mitte vereint in Deutschland. Und deshalb kann ich nur alle aufrufen, daran teilzunehmen. Ist jetzt reicht auch möglich. Die Klage? Müssten wir nicht eigentlich theoretisch tatsächlich statt EM und Sturm der Liebe gucken, den Sturm auf die Bastille irgendwie wagen? Wie sehen Sie das? Naja, am Ende ist das auch in Frankreich nicht gut ausgegangen. Ja? Der eine oder andere hat seinen Kopf verloren. Also ich glaube, das ist auch kein... Ich meine jetzt nicht Gewalt, aber ist nicht irgendwie eine deutlich größere Kampagne zu organisieren? Absolut, und absolut. Wer, wenn nicht Sie, müsste Sie anzetteln quasi? Ja, das würde ich mir natürlich auch wünschen. Also ich sagte ja, das ist so Ignoranz und Lethargie zusammen, die im Parlament, aber auch in der Bevölkerung aktuell vorhanden ist. Und damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Das ist, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich ganz wenige Ereignisse in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die diese Brisanz haben,
zu dem, was wir jetzt am Freitag entscheiden. Und da fehlt mir auch ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung. Schauen wir doch mal in Richtung Island. Die haben einfach die Hypothekenschulden der Bürger erlassen. Ist das nicht eine Form der Rettung, die spannend sich anhört? Ja, ich glaube, man muss die Risiken eingegangen sind, die muss man haften lassen. Die Banken, wenn die Risiken eingegangen sind, müssen die pleite gehen. Und wir haben das Problem ja aktuell nur deshalb, weil wir das nicht machen, sondern weil die Staaten dann diese Schulden dieser Banken übernehmen. Und dadurch werden ganze Volkswirtschaften in die Insolvenz geführt. Das darf man nicht zulassen, sondern die Gläubiger, die müssen für ihr Risiko haften. Und dann verhalten sich andere Gläubiger künftig anders und gehen vorsichtiger mit ihrem Risiko um. Wenn wir das nicht tun, ja, dann sozialisieren wir alle Schulden. Dann ist nichts mehr wert. Ja? Dann muss man auch nicht mehr selbst sparen und vorsorgen. Ja, da sind wir am Ende alle vom Staat abhängig. Das will ich nicht. Der weltgrößte Vermögensverwalter, PIMCO, mag keine deutschen Staatsanleihen. Was heißt das? Also sind wir nicht mehr irgendwie... Also wenn ich im Moment die aktuellen Berichte und die Nachrichten gucke im Fernsehen, das ist irgendwie die bildgewordene Bankrotterklärung von Politik und Wirtschaft in Europa. Ja, PIMCO gehört ja noch der Allianz, das ist das Besondere daran. Ja, ich kaufe auch keine deutschen Staatsanleihen, würde ich nicht machen. Denn eins ist klar, diese Verschuldung, die jetzt über Staatsanleihen quasi finanziert wird, die wird über Inflation am Ende bereinigt, bis zur Währungsreform bereinigt. Ja, und klar ist, die Staatsanleihen halten, die verlieren als erstes ihr Geld. Erwarten Sie eine Währungsreform? Wenn wir so weitermachen, wird das nicht gut ausgehen. Also das heißt, wenn Sie prophezeien würden, wie lange haben wir noch? Ja, ich glaube, es gibt noch ein paar Schleifen, die EZB und die Pseudo-Ritter drehen können, aber so viele Schleifen sind es dann am Ende auch nicht mehr. Ich will sagen, dass, ja, was wir machen, das ist halt generationengerecht. Ja? Weil wir werden diese Korrektur der Krise, wenn wir so weitermachen, noch selbst erleben. Das ist insofern gerecht. Ich habe ein anderes Problem, Herr Schäffler. Es heißt ja immer, wir müssen auf unsere Kinder und Enkelkinder irgendwie an die denken und dürfen nicht auf deren Kosten jetzt leben und so weiter. Aber ich befürchte, ich bin schon die Kinder und Enkelkinder. Also was machen wir da, Herr Schäffler? Ja, ja. Also Hayek hat mal gesagt, wir müssen das nachhungern, was wir heute aufessen. So wird es auch sein. Aber Friedman hat gesagt, mach eine EM und nimm den Leuten die Bürgerrechte weg, oder? Ich weiß nicht, ob Friedman, ich bin auch kein Fan von Friedman, ob er das gesagt hat, aber klar ist, es wird sich korrigieren. Immer so weiterzumachen, quasi immer Kredit aufzunehmen und damit Geld zu produzieren und damit das Problem der Überschuldung lösen zu wollen, das kann nicht funktionieren. Wachstum kann man nicht dauerhaft über Schulden finanzieren, sondern die Voraussetzung für Investitionen ist immer, dass man vorher spart. Wenn ich sage, ich mal die Schulden irgendwann bezahlen soll, muss ich doch auch als Anteilseigner, als der Kapitalgeber auch irgendwelche Rechte haben, teilzuhaben. Was passiert denn jetzt nach ESM und Fiskalpakt? Wer entscheidet da noch? Habe ich dann irgendwie noch eine... Es gab eine Frage zur Regionalwährung, das will ich heute mal weglassen, ja, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber auch eine extra mal. Genau. Ja. Regionalwährung, da habe ich noch irgendwie eine Möglichkeit, aber ich befürchte, ich habe keinerlei Möglichkeiten bald mehr irgendwie mitzubestimmen. Und wer wird überhaupt noch entscheiden in Europa? Ja, das wird... Das geht ja nicht nur den Bürger an, sondern auch der Abgeordnete selbst, ja, der ja dafür gewählt ist, eigentlich mitzuentscheiden. Dem werden seine Rechte auch immer weiter ausgehöhlt. Ja, denn wir werden das jetzt auf supranationale Ebene heben, in irgendwelche Gremien, wo irgendwelche Beamten drin sitzen, die geheimtagen, die immun sind, die auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie mal goldene Löffel klauen. All das wird nicht mehr möglich sein aktuell. Und das untergräbt natürlich den Rechtsstaat und die Demokratie zutiefst. Ja? Ich will jetzt nicht irgendwie philosophisch werden, aber es hört sich wie so ein dystopisches Endzeit-Szenario in einem Science-Fiction-Film an, gerade, wenn Sie das so beschreiben. Also, ja, nee, so weit will ich nicht gehen, weil ich glaube, dass natürlich auch immer weitergeht. Ja? Also ich sag mal, Deutschland hat in seiner Geschichte viel, viel
dunklere Stunden erlebt und es ging hinterher auch weiter. Ja? Wir verschwinden ja dann nicht auf der Landkarte, sondern es geht natürlich immer weiter. Aber entscheidend ist eben, dass man jetzt seiner Verantwortung gerecht wird und dass man hinterher kann man vieles beklagen, aber jetzt kommt es drauf an und jetzt muss man auch den Rücken gerade machen und entscheiden, wie es, ja, was man selbst vertreten kann und eben nicht der Opportunität folgen. Ja, das ist immer sehr leicht. Wenn Sie eine Botschaft loswerden müssten an Leute, denen Sie sagen, sagt nicht in 15 Jahren, ich habe meinen Beitrag nicht geleistet. Was für einen Beitrag sollen Sie jetzt leisten, neben der Klage? Ja, ganz konkret, was sollen Sie machen? Sie sollen auf die Straße gehen. Ich glaube, es muss auch ein Protest sichtbar in der Bevölkerung geben. Da reicht es nicht, nur wenn man immer die Abgeordneten auffordert, zu tun und sich dann zurückzulehnen, sondern man muss der Klage beitreten, man muss auf die Straße gehen, man muss demonstrieren. Ich hatte vorhin Frau Wagenknecht da, ich hab Sie jetzt da, Sie verfügen über große Netzwerke, das ist tatsächlich mehr als so eine kleine Zeltstadt in Frankfurt. Also sind Sie da nicht bereit, über Parteigrenzen hinweg etwas auf die Beine zu stellen? Ja, das mache ich ja schon teilweise. Das Bündnis Bürgerwille, dem ich auch angehört, ist ja so ein Bündnis, was parteiübergreifend ist, aber auch mehr Demokratie ist so etwas, ja, wo man ein gemeinsames Ziel hat. Eben, da kann man sich auch von links bis Mitte bis rechts aus meiner Sicht versammeln. Ich danke Ihnen sehr, Herr Schäffler, für dieses Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich drücke Ihnen die Daumen, ich wünsche Ihnen viel Kraft und wenn ich da schon ein paar von Ihren Kollegen da sehe, in Ihrer Fraktion. Ich will nicht sagen, dass einem da die Hand ausrutscht, aber können Sie denn nicht irgendwie, gibt es da nicht irgendwie noch so ein Verhältnis, wo Sie sagen, Leute, streiten können wir danach und vorher, kommt zur Besinnung. Sehen Sie da noch irgendwie eine Option, dass einige einen kleinen Kopf bekommen? Ja, wir werden auch diesmal wieder mehr sein, die diesen Kurs nicht mitmachen. Und wir werden noch viele, viele Entscheidungen haben, wo jeder einzelne Abgeordnete auch gefragt ist. Und darauf setze ich, dass die Zeit am Ende der Wahrheit und der Vernunft Rechnung trägt. Ich danke Ihnen. Danke auch. Viel Erfolg am Freitag. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Wer das Interview von Sarah Wagenknecht oder Hertha Dobler-Gmelin sehen möchte, auch angucken. Gleiches Thema, andere Personen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.